Überall sonst auf der Welt würde das als ein Todesstunt gelten. Mutter, Vater und zwei Kinder bahnen sich auf einem Motorrad ihren Weg durch den chaotischen Verkehr. Doch für Ganesh Kant und seine Familie ist dies ein normaler Sonntagsausflug in Neu-Delhi. Nicht, dass die Familie den Nervenkitzel sucht, doch bei einem Einkommen von umgerechnet 370 Euro im Monat ist ein Auto bislang einfach nicht drin. Von einem Auto träumt jeder aus der Mittelschicht. Alle möchten vorankommen im Leben. Zwei Räder bieten nicht viel Sicherheit, schon gar nicht zu zwei, zu dritt oder mit einer ganzen Familie. Ganesh Kants Traum könnte bald Wirklichkeit werden. Der indische Autokonzern Tata bringt nun das weltweit billigste Auto auf den Markt, den Nano. Umgerechnet weniger als 1.500 Euro soll der sogenannte Volkswagen kosten. Die Branche brodelt förmlich. Es gibt viel Aufregung um dieses Auto. Weil es so billig und so erschwinglich ist, warten viele Familien und andere Leute in Indien darauf, eines zu kriegen. Doch die Begeisterung wird nicht von allen geteilt. Umweltschützer fürchten die klimaschädlichen Abgase. Mit weiteren Millionen Autos auf den Straßen droht Indien zudem noch mehr Verkehrschaos. Mehr als die Hälfte unserer Städte hat bei der Luftverschmutzung Werte erreicht, die offiziell als kritisch gelten. Und in den meisten indischen Städten sind es vor allem die Fahrzeuge, die diese Luftverschmutzung verursachen. Doch der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ganesh Kant und Millionen seiner Landsleute wollen nun einen Nano bestellen. Experten erwarten Lieferengpässe.